Ja, ich hatte ja ein Video zum Thema T-Verteilung gemacht mit Konfidenzintervall 95%. Vielleicht werfe ich da noch eins nach, und zwar, wenn eben Sigma bekannt ist und wenn Sigma unbekannt ist. Das war ja der entsprechende Unterschied eigentlich von Normalverteilung und dann zur T-Verteilung. Und für das 95%-Intervall haben wir eigentlich bei Sigma bekannt dann x quer plus minus 1,96 mal Sigma durch Wurzel n. Ja, und bei Sigma unbekannt haben wir dann x quer plus minus Fragezeichen mal Standardabweichung für die Stichprobe eben durch Wurzel n. Und diese Geschichte hier führt euch ja dann, ob mit Computerrechnereien oder mit der Tabelle, auf z für 0,025. Das war die Geschichte mit, wir haben hier 95% im Bauch, bleiben 5% insgesamt übrig, 2,5% hier, 2,5% auf der Seite, 2,5% in Dezimalschreibweise 0,025. Das sind ja oft die Kleinigkeiten, woran es dann scheitert, und kommen dann auf einen Wert von 1,96. Aber bei der T-Verteilung, und da hatte ich ja mal aufgezeichnet, das hier, das dicke Schwarze, sollte dann die, na, nicht nochmal neu, die Kurve der Normalverteilung sein. Und zum Beispiel mit Freiheitsgrad 1 sieht man hier in dem Bereich, und hier ist die Kurve dann höher. Das heißt, wir haben hier ja einen höheren Prozentpacken. Das heißt, um auf T 0,025 zu kommen, sind wir ja dann bei einem höheren Wert als 1,96. Also irgendwo, keine Ahnung, hier. Ne, nochmal, die Fläche darunter entspricht ja dann Prozent, und da die Fläche hier viel größer ist oder wäre, wenn ich beim gleichen Wert wäre, rückt das Ganze nach rechts. Und das ist dann der Zusammenhang zu der Tabelle hier, dass wir erst bei Freiheitsgraden gegen unendlich auf den gleichen Wert laufen, weil bei immer höheren Freiheitsgraden sich die entsprechende Kurve dann an die Normalverteilungskurve anpasst und wir dann erst eigentlich beim gleichen Wert wären. Und vorher ist dann entsprechend der Wert aus der T-Verteilung dann eben höher. Das wäre hier noch der Zusammenhang.